Als Software-as-a-Service-Unternehmen benötigt man viel Kapital für die Produktentwicklung und das Marketing und damit oftmals Investoren. Wie es vielleicht auch über den Bootstrapping-Ansatz funktionieren kann, darüber unterhalte ich mich heute mit Johannes Voigtun von der OrgaVision. Viel Spaß beim Zuhören. Willkommen bei Davicon CFO Insights, der Podcast rund um die Frage, wie ich mein Unternehmen finanziell erfolgreich steuern kann. Mit Themen rund um Finance und Controlling, Unternehmensentwicklung, Entscheidungsfindung, Performance-Steigerung und vieles, vieles mehr. Von und mit Daniel Winkler. Herzlich willkommen bei den Davicon CFO Insights. Heute mit Johannes Voigtun von der OrgaVision. Und wir sprechen über das extrem spannende Thema SaaS-Bootstrapping. Also, ich möchte von Johannes wissen, wie er sein Software-as-a-Service-Unternehmen gebootstrappt hat. Hallo Johannes, schön, dass du da bist. Vielleicht stellst du dich mal vor und die OrgaVision. Und dann lass uns in das Thema starten, wie Bootstrapping für SaaS-Unternehmen funktioniert. Ja, Daniel, vielen Dank für die Einladung. Freut mich, hier zu sein. Bin selber ganz gespannt, wohin uns das Gespräch führen wird. Mit deiner Frage, wer bist du, was machst du? Ich würde sagen, schnelle Antwort ist, ich bin Softwareunternehmer. Mein Unternehmen OrgaVision sitzt in Berlin und wir beschäftigen uns mit den Themen Managementsysteme, Unternehmensdokumentation und Wissensmanagement, kommen aus der Ecke, wie kann man Qualitätsmanagement in Organisationen effizienter, attraktiver und damit auch für Unternehmen und Mitarbeiter wertvoller machen. Das wäre sicher eine eigene Folge wert. Aber das heißt, letzten Endes könnte man es jetzt aus deiner Blickrichtung so umschreiben. Ja, wir sind eine Software-Service-Company und das von Anfang an und das mit eigenem Geld. Und da sind wir dann schon beim Thema Bootstrapping. Ganz genau. Dann lass uns mal den Begriff Bootstrapping so ein bisschen definieren für die, die diesen Begriff nicht kennen, weil es ist ja eigentlich ein relativ neuer Begriff und umfasst für mich Startups, die keine Investorengelder nehmen, um zu wachsen, sondern das aus Eigenmitteln machen. So habe ich es auch verstanden, Daniel. Ich bin ja auch so ein bisschen Old Economy, um das mal so zu sagen. Das heißt, der Begriff ist mir erst viel später nahegebracht worden, als das Unternehmen OrgaVision schon seine ersten Jahre hinter sich gebracht hatte. Und ich muss auch sagen, in der damaligen Zeit, also OrgaVision ist 2008 im Dezember gegründet worden, und mit meinen davorliegenden unternehmerischen Erfahrungen, ich bin auch gleichzeitig Unternehmensberater, bin ich gar nicht auf die Idee gekommen, das anders zu machen, als wie wir es gemacht haben, nämlich Bootstrapping. Das heißt einfach zu sagen, wir haben eine tolle Idee. Wir glauben daran, dass man daraus ein Produkt bauen kann. Wir glauben, dass aus dem Produkt auch ein Unternehmen werden kann. Und das probieren wir aus. Und dazu nimmt man natürlich sein eigenes Geld. Das war für mich irgendwie logisch. Und ich glaube auch, dass das schon mal so etwas ist, was vielleicht in den letzten Jahren nicht mehr so logisch ist, wie eben in der Zeit, als wir gegründet haben und einfach wissen wollten, klappt das oder klappt das nicht. Also Bootstrapping würde ich auch so definieren. Das heißt, wir arbeiten mit eigenem Geld. Wir haben nicht jemand, der von sich aus Geldmittel uns zur Verfügung stellt als Unternehmen und sagt, schaut mal, dass ihr da draußen ein Unternehmen baut und dass ihr das erfolgreich macht, sondern es ist, jeder Euro ist unser Euro, den wir an anderer Stelle schon mal verdient haben. Ja, also sollte man denken, eigentlich ein ganz normaler Vorgang, so zu wirtschaften, dass man mit seinem Geld Ertrag generiert und davon dann auch das weitere Wachstum finanziert. Mittlerweile hat man allerdings ein bisschen das Gefühl, das ist ja schon was Besonderes, wenn man es auf diese Old Economy Art versucht, weil, das hast du glaube ich gerade nicht gesagt, du bist ja in Berlin praktisch im deutschen Startup-Mekka und dort wachsen die Unternehmen ja in der Regel dadurch, dass sie ganz, ganz schnell hyperskalieren und viel in einen Marketingapparat investieren, Kunden gewinnen, das Produkt weiterentwickeln, gerade wenn wir über Software as a Service sprechen. Und deswegen finde ich diesen Ansatz mal ganz interessant, mal zu sprechen, wie macht man das eigentlich mit diesem alten Ansatz, wenn halt nicht das Geld unlimited zur Verfügung steht. Und gerade wenn ich mir heute so das makroökonomische Umfeld angucke, ne, wir haben wieder mal eine Bankenkrise, muss man ja schon fast sagen. Investoren werden aufgrund der höheren Zinsen immer vorsichtiger und viele Startups, die halt nicht jetzt profitabel sind, stehen ja vor der Problematik, nicht nur Startups, auch andere Unternehmen, dass ihnen jetzt vielleicht das Cash ausgeht. Ist das auch so dein Hauptfokus gewesen beim Bootstrapping, in Anführungsstrichen, die Finanzierung und dass du immer Geld auf der Bank hast?
Ja, also natürlich macht man sich auch, oder habe ich mir damals Gedanken gemacht, mit meinem Gründerkollegen, wie sieht denn das finanziell aus? Wie kommen wir da über die Runden? Und es macht ja auch Spaß, einen ambitionierten und vielleicht, ohne es zu merken, utopischen Businessplan aufzustellen. Und da stehen natürlich irgendwelche Zahlen drin und man schreibt rein, wie viel Umsatz mit welchen Kunden durchschnittlich und über welchen Zeitraum, welche Kosten haben wir. Aber ich meine, das weißt du wahrscheinlich noch viel besser wie ich. Ich weiß nicht, wie viele Businesspläne du schon gesichtet hast und die dann mal mit diesen vergleichen. Das ist ja nur eine Idee, wie es sein könnte. Und klar, wenn schon auf dem Papier nicht funktioniert, was macht man dann? Man schmeißt nicht die Idee weg, sondern man bastelt an dem Businessplan so lang rum, an den Excel-Kolonnenzahlen, bis es eben doch irgendwie scheinbar geht. Und wenn ich gewusst hätte, ganz am Anfang, wie viel auch finanzielle Kraft es braucht, um diese Art von Business auf die Beine zu stellen, dann hätte ich damals sicher gesagt, kann ich nicht. Das kann ich gar nicht finanziell stemmen. Das Gute ist ja, dass man auch nicht vom ersten Tag an so viel Geld braucht und dass es eben auch eine Entwicklung ist. Und ich würde sagen, dass man mit Investoren in dieser Branche arbeitet, hängt eben auch damit zusammen, an diesem Geschäftsmodell. Ne? Sofort Personalaufwand, wir entwickeln ein Produkt, die Leute müssen und wollen bezahlt werden. Und bis wir da das Geld bekommen, das ist eben der Unterschied zu Lizenzverkäufen, dauert es viele Jahre. Das heißt, selbst wenn wir den Kunden gefunden haben, dann zahlt er ja, das ist ja das Geschäftsmodell, jedes Jahr einen Teil für die Nutzung der Software. Und das heißt, man ist von Anfang an darauf angewiesen, viele Kunden zu gewinnen und es sehr langfristig zu betrachten, das ganze Spiel. Und man darf eigentlich gar nicht so schnell wachsen, weil das würde die finanzielle Decke immer dünner machen. Und da sind wir vielleicht genau an dem Punkt, ab wann macht es denn Sinn, mit Investoren darüber zu reden? Aber es hat natürlich viele Vor- und Nachteile, das werden wir uns gleich vermutlich noch mal ein bisschen genauer anschauen. Lass uns doch mal gucken, wie du das gemacht hast. Ne? Also ich habe gerade schon mal so ein bisschen vernommen, also Eigenmittel waren in begrenzter Folge da, aber es war jetzt nicht, ich sag mal, eine große Erbschaft von 10 Millionen, die man jetzt hätte einbringen können für eine Produktentwicklung. Das heißt, meine Vermutung wäre, dass du das gemacht hast, was viele probieren, so eine Kreuzfinanzierung über Projekte. Ja, und die Kreuzfinanzierung hat aber nicht in dem Unternehmen Orgevision stattgefunden, sondern eine Sache war, hab ja eine Unternehmensberatung und das war klar, wenn wir Cash brauchen, dann kann das nicht das neu gegründete Unternehmen liefern. Dann muss ich in meinem anderen Unternehmen einfach dafür sorgen, dass es noch erfolgreicher läuft. Und dann können wir da versuchen, einerseits sozusagen die Kreuzfinanzierung unternehmensübergreifend zu machen. Andererseits, ich habe nicht allein gegründet, es waren zwei andere Unternehmen mit dran beteiligt. Die waren wesentlich größer. Das war auch spannend zu sehen, weil für die bestimmte Summen gar nicht so kritisch waren wie für mich. Also da kommt es ja auch ganz schnell mal zu einem Ungleichgewicht, wenn jemand sagt, naja, die 100.000 Euro, natürlich legen wir nochmal ein. Das heißt, wir haben auch sehr in den ersten Jahren von Gesellschafterdarlehen gelebt, um eben auch die Geschäftsanteile da nicht zu verändern. Und das ist natürlich schon ganz gut, aber das hilft auf Dauer nicht, sondern auf Dauer hilft nur Profitabilität. Man kann nicht mehr ausgeben, als man reinbekommt. Und das ist der Druck und das ist vielleicht auch die Disziplin, die man dabei lernt. Und vielleicht noch zum späteren Zeitpunkt, irgendwann, wenn das Ganze eine gewisse Solidität hat, dann haben wir auch irgendwann mal ein Bankdarlehen bekommen. Ein ganz klassisches, aber da ist es natürlich auch so, da will die Bank natürlich eine Absicherung haben und das heißt letzten Endes steht man als Unternehmer danach noch schwieriger da, wenn es schief geht. Und deswegen würde ich sagen, war es für uns zum Beispiel noch eine andere Finanzierungsmöglichkeit, die hat keine große Rolle gespielt, aber hat einen Beitrag geleistet. Das war, dass wir nicht sauber nur Software-as-a-Service-Kunden hatten. Gleich unsere ersten größeren Kunden haben gesagt, das war ja damals 2008 sowieso Software-as-a-Service noch eine spannende Sache für viele Unternehmen. Undenkbar, Daten außerhalb der eigenen Unternehmensmauern zu halten, dass die dann on-premise gegangen sind. Das heißt also, die Lizenz kaufen wollten. Und das ist eben das Schöne, da kriegt man mit einem Schlag Geld. Man hat bloß als Software-as-a-Service-Unternehmen dann diverse andere Konsequenzen zu tragen über die Jahre später, weil da einfach das Geschäftsmodell ist ein anderes. Wir haben es so gemacht und ich war immer dankbar, wenn wir auch mal einen On-Premise-Kunden gewonnen haben, einfach wegen der Finanzierung. Mhm. Also das heißt, Kunden zu gewinnen, die bereit sind, im Voraus zu zahlen und unsere Kunden zahlen eben auch 12 Monate im Voraus, zum Beispiel auch die Jahresgebühr. Das sind natürlich kleine Bausteine für die Finanzierung, ja, aber große Sprünge sind damit auch nicht möglich. Mhm.
Das heißt, ich fasse mal zusammen, ihr hattet in gewisser Weise schon Eigenmittel, die als Gesellschafterdarlehen eingebracht wurden, weil du solvente Mitgründer hattest. Dann habt ihr eine Kreuzfinanzierung gemacht über eine andere Gesellschaft, die vermutlich Beratung gemacht hat. Und das Produkt ist dann komplementär zu der Beratung gewesen? Oder was vollkommen Neues? Nein, also die Idee für Orgavision, ein Software-Tool für das Qualitätsmanagement zu schaffen, damit das effizienter, attraktiver und wertvoller wird, das kam aus meiner Unternehmensberatung. Das heißt, da sind wir ganz vielen Kunden begegnet, die mit ihrem Qualitätsmanagement unzufrieden waren. Und das war der Gedanke in dem Beratungsunternehmen zu sagen, das wäre doch super, wenn wir nicht bloß bezahlt werden, wenn wir beim Kunden beraten. Es wäre ja genial, wenn wir ihnen ein Werkzeug an die Hand geben, was dann auch im Nachgang kontinuierlich uns Deckungsbeiträge produziert. Und so gesehen hatten wir schon Beratungs-Know-how und Leistung, die steckten nur in einem anderen Unternehmen und waren auch in einem anderen Kontext gedacht. Aber wir wollten uns eben dieses Softwarewerkzeug schaffen, um unsere Beratung besser zu machen. Und als das Softwarewerkzeug einen gewissen Reifegrad hatte, haben wir festgestellt, nein, das hat ja gar nichts nur mit unserer Unternehmensberatung zu tun. Das Thema, das haben ja so gut wie alle Unternehmen, selbst wenn sie kein Qualitätsmanagement haben, Arbeitssicherheit, Arbeitsschutz, Compliance-Regelung und, das alles wird mit Orgavision verwaltet. Und deswegen konnten wir natürlich das Produkt dann über dieses andere Unternehmen mit Beratungsleistung versehen und in den Markt bringen. Aber das ist auch gefährlich, möchte ich gleich dazu sagen, im Nachgang. Ja, man generiert dann Dienstleistungsumsätze, aber dann sind wir ganz schnell dabei, eben zu schauen, wie können wir das skalierbar machen und über Beratung ein Softwareprodukt skalierbar zu erhalten, ist fast nicht möglich. Aber in den ersten Jahren war es auf jeden Fall ein wichtiger Baustein, damit das überhaupt funktionieren konnte. Ja, und ihr hattet die Orgavision praktisch als Produktcompany gleich ausgegliedert? Genau. Also wir haben ungefähr 10-11 Monate entwickelt und als wir dann eben gesehen haben, wow, das Produkt, das ist ja nicht bloß für unsere Unternehmensberatungskunden interessant, sondern das ist branchenübergreifend, super spannend. Dann haben wir gesagt, wenn wir gründen, dann gründen wir das gleich als eigenständiges Unternehmen. Und das war sicher eine sehr, sehr gute Entscheidung. Ja, absolut. Also das sehe ich als einen Punkt, wo viele Unternehmen scheitern, wenn sie sagen, wir haben eigentlich klassisches Dienstleistungsgeschäft und wir wollen irgendwie jetzt zum Produktanbieter werden und an der Stelle dann halt versuchen, das in einer Company zu machen, weil da einfach der Fokus, meiner Meinung nach, nicht auf diesem Produkt liegt. Du brauchst eigene Verantwortung und das heißt vielleicht auch einen eigenen Treiber als Geschäftsführer, der halt nicht identisch ist mit dem Geschäftsführer der Beratungseinheit. Oh, weia, da haben wir auch ein paar Learnings gehabt. Also das eine ist zum Beispiel, ein Softwareprodukt wird anders, muss andere Vertriebsstrukturen haben, muss anders verkauft werden als Beratungsleistung. Ganz klar. Aber wenn man nur das eine kennt, wenn man nur einen Hammer hat, dann sieht man überall Nägel. Ne? Und in dem Sinne haben wir das so gut gemacht, wie wir das im damaligen Verständnis konnten. Heute würde ich sagen, wenn wir es gleich auch ganz anders machen können. Und das andere, was du gerade gesagt hast, ja, so diese eigenständige Führung, das eigenständige Vorantreiben, losgelöst von anderen Prioritäten, die es vielleicht sonst in einem Unternehmen gibt, das ist uns auch begegnet, weil wir haben ja Orgavision sozusagen nebenbei gemacht. Das war eine Gründung. Jeder hatte sein Unternehmen und war da auch sehr involviert und engagiert. Und wenn man das so als Hobby betreibt, dann darf man sich nicht wundern, dass es eben auch, wie soll ich sagen, eine Dynamik hat, wie ein Hobby. Ne? Wenn man Zeit hat, dann macht man was und Prioritäten sind aber ganz schnell wieder woanders und darunter hat unser Unternehmen sicher auch in irgendeiner Form gelitten. In den ersten Jahren war es ein rein virtuelles Unternehmen. Da gab es gar nicht Menschen, die dort angestellt waren, sondern in erster Linie hat man gesagt, oh, wir brauchen eine neue Webseite. Wer hat denn in seinem Marketingteam, in seinem Gesellschaftsunternehmen mal Zeit und kann da jemand abstellen? Und das ist am Anfang super, man kommt mit wenig Geld aus. Das war unser Vorteil, auch für das Bootstrapping-Thema. Aber irgendwann braucht man eigene Ressourcen und einen eigenen Fokus. Und das war bei uns auch so eine Erkenntnis, die wir erst so richtig konsequent durchdacht haben, als wir auch in einer Krise waren nach den ersten 5 Jahren, wo man dann einfach gemeint hat, nee, da, wir müssen grundlegend was ändern. Und so gesehen hat es uns einerseits wahrscheinlich viel Zeit gekostet, aber andererseits war eben auch Bootstrapping möglich. Was war das für eine Krise? Also wie seid ihr da reingeschlittert und wie seid ihr vor allem auch wieder rausgekommen? Also reingeschlettert mit viel Naivität und Unprofessionalität und Fehleinschätzung. Und ich glaube, begonnen hat das Ganze damit, dass wir nach den ersten 4-5 Jahren einfach eine wesentlich bessere Vorstellung nochmal hatten, was die Kunden brauchen, was sie wollen. Und andererseits aber eben natürlich auch alle sehr IT-affin waren und das Gefühl hatten, wow, unser Produkt ist doch jetzt schon 4 oder 5 Jahre alt. Wenn wir es neu konzipieren könnten, wäre das viel besser, als wenn wir an dem alten weiterentwickeln. Und so gesehen haben wir dann
nach langer Diskussion entschieden, wir werfen noch mal alles weg und starten neu und schaffen ein neues Eurovision. Und das ist uns zum Verhängnis geworden, weil nach der ersten Einschätzung dachten wir, in 12 Monaten ist das durch und dann wird alles besser sein. Und es wurde ein Migrationsprojekt, was kein Ende gefunden hat, weil wir viele Fehler auf diesem Weg gemacht haben. Und das war wirklich so, dass wir eine Phase hatten nach einem Jahr Entwicklung, wo wir nicht weiter waren mit dem Produkt, aber alles Geld da nochmal hinein investiert hatten. Und dann, wenn man gar kein Geld mehr in der Tasche hat, dann steht man tatsächlich erstmal vor dem vermeintlichen Aus. Und das war eben das, wo wir gesagt haben, also wenn wir jetzt irgendwie diesen Kahn nochmal rausziehen können, dann nur, wenn wir ganz grundlegend vieles hinterfragen und jetzt nicht nur an dem einen Symptom basteln. Und ich glaube, das hat uns nochmal eine ganz neue Ausrichtung gegeben und es war ein heilsames Learning. Und wie habt ihr euch zu der Phase finanziert? War das, habt ihr da eine Bank gefunden, die euch Geld gibt? Nee, in der Phase, da hätte ich es auch ungern gemacht. Also ich meine, in dem Unternehmen steckt zumindest, wenn ich als auf meine Person schaue, alles drin. Alles, was da so finanziell zur Verfügung steht und sich über dieses Maß, was man sowieso schon an finanziellen Möglichkeiten hat, hinaus zu verschulden in einer Phase, wo man nicht weiß, wie viele Monate man noch durchstehen kann, das hätte ich vor mir selber, vor meiner Familie gar nicht verantworten können. Und trotzdem haben wir natürlich das gleich hohe Risiko gehabt, dass, ob man es sich selber schuldet oder einer Bank, da ist dann doch für mich emotional ein Unterschied dabei. Das heißt, wir haben nochmal weiteres Geld irgendwie zusammengekratzt aus allen Töpfen, die jeder Einzelne hatte und hatten einen ganz kleinen zeitlichen Fokus und haben wirklich, ich sage es jetzt mal so, fast jeden Monat musste ich drauf schauen, wie kommen wir jetzt diesen Monat hin. Und am Ende hat es auch nur geklappt, weil wir ganz großartige Kunden haben und auch in der Zeit weiter gewonnen haben. Und vor allem auch, weil ich ganz großartige Mitarbeitende habe, die da einfach, wir haben alle an einem Strang gezogen und irgendwie ist damit geschafft. So, das heißt, die Krise hat sich dann trotzdem als Chance erwiesen? So würde es ich war ein sagen. Wendepunkt, genau. Es war wirklich ein klassischer Wendepunkt. Krise, so wie es im Chinesischen definiert ist. Da steckt alles drin, ja. Genau, und ansonsten klingt das ja ziemlich wie der Klassiker in der Produktentwicklung, ne? Also ich habe ein, ich sag mal, MVP, den hattet ihr ja schon, ein Altprodukt, aber so richtig habe ich so viele technische Schulden, dass es nicht so richtig skalierbar ist, also mache ich es neu. Und dann aber mit dem Wissen, was man hat, oftmals am Kunden vielleicht auch vorbei, weil die Welt hat sich ja weitergedreht. War das das Problem oder warum seid ihr da nicht so time to market schneller vorangekommen? Ja, ich glaube, wir haben einen Blumenstrauß an Problemen uns geschaffen. Also das eine ist vielleicht tatsächlich auch gewesen, dass wir zu viel wollten, sehr hohe Erwartungen hatten an uns selber, an das neue Produkt. Wir wollten alles besser machen und das gleichzeitig. Das zweite ist, wir waren natürlich sehr stark interessiert, auch gleich alles ganz technologisch vom Tech-Stack neu und viel besser zu machen und haben uns da auch Technologien rausgesucht, die zwar von der Sache her sicher spannend und auch vielleicht gut gewesen wären, aber man kann nicht mit neuen Technologien gleichzeitig Entwickler beglücken, die Technologien gar nicht kennen und sich da erst einarbeiten müssen. Und das dann nebenbei zu machen, auch vom Projektmanagement oder vom Produktmanagement in dem Fall, das klappt einfach gar nicht. Also würde mal sagen, so auf dieser technischen Seite haben wir in dieser Zeit fast alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Und gleichzeitig muss ich jetzt im Nachhinein, wenn ich drauf schaue, sagen, wow, großartig, wie sich insbesondere die da unmittelbar betroffen waren, also unser DevOps-Team, wie die sich auch durchgebissen haben und einfach versucht haben, das bestmöglich zu machen. Ja, und aus dieser Zeit ist jetzt auch kein neues Produkt entstanden, was jetzt so viel besser ist. Es ist nur anders und an manchen Stellen natürlich besser. Und wir haben aber natürlich immer noch Altschulden. Und das ist auch so eine Sache, die ich aus dem Projektgeschäft einfach falsch mitgebracht habe. Wenn man so IT-Projekte macht, wie ich das früher gemacht habe, dann ist es ja immer so, man beginnt an der grünen Wiese und wenn es fertig ist, dann geht man. Und wenn man ein Produktunternehmen ist, dann ist, wenn es fertig ist, A, nie dieser Zeitpunkt, dass es fertig sein kann und B, dann geht's erst los. Ne? Wenn man die Version 1.0 hat, dann geht man nicht nach Hause, sondern aus der Version 1.0 muss die 1.1 werden und in dem Sinne ist es ein Geschäft, wo man nicht leichtfertig und schnell und nach Mode Entscheidungen treffen kann, sondern man muss wissen, alles, was wir jetzt entscheiden, wird uns über Jahre begleiten. Und das heißt, wir können oft gar nicht absehen, welche Konsequenzen es haben wird. Und da waren wir damals einfach viel naiver, viel rucki-zucki dabei, Entscheidungen zu treffen. Und wahrscheinlich hatten wir auch eine Menge
fehlende Expertise bei diesem Thema. Ja, ich muss ein bisschen grinsen, weil das ist das, was mir Kunden auch immer sagen, wenn ich darauf hinweise, dass doch eigentlich die Produktentwicklung, die sie budgetiert haben, ja schon wieder gerissen wurde und wann das denn mal aufhört. Und dann heißt es immer, Mensch Daniel, du weißt doch, Produkt ist niemals fertig. Hast du auch bestätigt, weiß man im Grunde genommen auch. Aber ja, jetzt haben wir ein bisschen darüber gesprochen, was nicht so gut funktioniert hat, wie ihr da in die Krise gekommen sind. Was würdest du denn rückwirkend sagen, was hat richtig gut funktioniert? Also ich glaube, von der ersten Minute an hat richtig gut funktioniert, dass wir mit unserer großartigen Begeisterung, die wir ausgestrahlt haben, mit unserer Produktüberzeugung, ganz viele Kunden gewonnen haben, die selber ganz schnell auch sehr begeistert waren und das mitgetragen haben. Und diese Kundenbeziehung, das hat von der ersten Minute an funktioniert. Und das war dann mehr als nur eine Produktbegeisterung, sondern es sind wirklich langfristige, sehr vertrauensvolle Beziehungen entstanden. Und ich würde sagen, das war spannend, wenn ich das jetzt mit anderen SaaS-Unternehmen vergleiche, die gleich in Richtung Skalierung denken. Da hat man gar nicht die Zeit und nimmt man sich nicht die Zeit. Und es passt auch nicht zum Thema Skalierung, solche Kundenbeziehungen aufzubauen, die wir aufgebaut haben. So gesehen haben wir immer noch Kunden, die von der ersten Minute an mit Organisationen arbeiten. Das ist unglaublich. Wir sind jetzt im 14. Jahr. Und wenn man weiß, wie der Softwaremarkt sich entwickelt, dann ist das schon sehr besonders. Und diese Unterstützung von den Kunden auch zu erfahren, bei allen Schwierigkeiten, die wir ihnen auch immer wieder mal bereitet haben, also das finde ich außergewöhnlich, weil es auch die Quelle der Motivation für jeden Einzelnen bei uns bei Orgevision war, weiterzumachen und nicht aufzuhören und sich nicht zufrieden zu geben, sondern immer zu schauen, wie geht's besser. Und ich glaube, diese Produktbegeisterung im Herzen zu tragen und weitergeben zu können und wie sie auch Kunden wieder an Interessenten weitergegeben haben, die sich bereits erklärt haben, auch notfalls mit eigener Arbeitszeit irgendwo hinzufahren oder Interessenten einzuladen, das Produkt zu zeigen, das war schon und ist auch weiterhin sehr besonders. Also habt ihr praktisch Wunschkunden? Du sagtest gerade, das ist das, was euch auszeichnet gegenüber vielleicht anderen SaaS-Unternehmen, die möglichst schnell skalieren wollen, dass ihr euch die Zeit für die Kunden genommen habt? Oder wie kommt man an solche Kunden, die dann auch solche, ich sag mal, schwierigen Phasen, wo das Produkt vielleicht nicht so richtig funktioniert und auch der Kunde graue Haare kriegt, dass die das aussitzen und trotzdem euch die Stange halten? Ja, also, und ich weiß gar nicht, ob ich das als Empfehlung sagen soll, weil ich glaube, das ist gleichzeitig auch das Spannende gewesen, dass ich mich frage, ob das gut war, aber wir sind ja als Berater sozusagen, haben wir das Tool mitgebracht und wir waren gewohnt, ganz anders Projekte zur Einführung einer Software zu machen. Und da spielt eben bei größeren Software-Einführungsprojekten zum Beispiel die Beziehung auch zwischen den ganzen Beteiligten in einer Kundenorganisation eine große Rolle, die wir da, denke ich, auch sehr gut begleitet haben. Und da wachsen dann eben, wenn man solche Einführungsprojekte macht, auch ganz andere Beziehungsqualitäten. Und das ist toll. Und gleichzeitig heißt es aber, wenn ich nicht im Jahr 100 Kunden bedienen will, sondern 1000, dann wird das so nicht funktionieren. Und deswegen ist das natürlich auch spannend. Unser Weg ist schon ein spezieller, der eben, wenn man bootstrapped ist, kann man nicht so schnell wachsen, weil einfach der Cashflow das gar nicht hergibt. Da passt es. Und dann wäre meine Empfehlung, wenn schon Bootstrapping, dann muss ich tatsächlich auch bereit sein und sollte das als Asset sehen, mir Zeit zu nehmen, mit meinen Kunden tatsächlich gemeinsam zu wachsen. Das ist ein völlig anderer Ansatz in meinen Augen, als eben möglichst schnell auf große Menge zu gehen. Also große Menge heißt, viele Kunden irgendwie zu gewinnen. Ist das nicht auch ein bisschen die Frage, ob du B2B oder B2C bedienst? Also ich denke, B2C, ohne dass ich es wirklich beurteilen kann, ist natürlich noch mehr sozusagen one too many, ganz, ganz viele. Und ich glaube aber auch bei B2B ist es einfach so, dass ich mich fragen kann, wie groß ist mein Markt und wie viel will ich von diesem Markt denn haben? Und was heißt denn für mich relevant in dem Markt werden? Und wenn ich weiß, dass der Markt sehr, sehr groß ist, und das ist meiner Meinung nach zum Beispiel auch bei Orgevision, dann ist natürlich die Frage, ist es für mich wichtig, möglichst schnell dort eine relevante Größe zu haben oder wachse ich zum Beispiel über Qualität und über individuelle Kundenbeziehungen? Und das Gute ist ja bei Bootstrapping, man muss eben profitabel sein. Und wenn man diesen Weg eingeschlagen hat, heißt es einfach, man lebt von seinen Bestandskunden viel mehr als von den Neukunden. Und das sorgt auch natürlich für eine andere Art von, wie gehen wir mit unseren Kunden um? Wie kümmern wir uns auch um Anliegen, die die Kunden haben, als wenn ich sage, das Wichtigste ist erstmal sehr, sehr groß zu werden. Und wir leben damit, dass die Kunden auch immer wieder relativ schnell gehen. Und beim SaaS B2B, wenn ich weiß, dass mein Kunde nur einen Anteil auch der Akquisekosten im ersten Jahr zahlt, dann weiß ich einfach, ich muss die ganze Organisation sehr langfristig ausrichten. Und das ist unser Verständnis. Das braucht Zeit und dann sind auch bloß kleine Schritte möglich, aber sie sind eben von vornherein irgendwie auf Profitabilität ausgerichtet.
Jetzt haben wir letzte Woche mal ganz viel darüber gesprochen mit dem Dirk Salmer, was so ein Investor sich an KPIs anschaut. Misst du sowas dann auch? Also ich würde jetzt mal unterstellen, du hast so gut wie keinen Churn, weil du einfach diese gute Kundenbeziehung hast. Dein ARA wächst vielleicht ein wenig langsamer, dadurch, da du nicht ganz viel Geld in die Hand nimmst, aber dafür kannst du einem Investor eine ganz große Net Revenue Retention zeigen. Messt ihr genau diese KPIs? Ja, also die haben wir am Anfang nicht so gemessen, wie man das jetzt im professionellen Umfeld erwarten würde. Mittlerweile schon, weil es natürlich trotzdem sehr, sehr wichtig ist zu sehen, gerade weil wir auch auf Effizienz ausgerichtet sind, wie viel kostet uns denn ein Kunde und kriegen wir das überhaupt refinanziert? Das ist ja ganz gefährlich, wenn man wächst. Und ich glaube, das erleben jetzt gerade viele Unternehmen, wenn man wächst und immer Kunden gewinnt und nicht merkt, ob man profitabel ist oder nicht, weil eben Geld genügend da ist. Also ja, wir haben einen sehr niedrigen Churn. Zumindest höre ich das immer von außen, wenn da jemand drauf schaut, dann ist das beeindruckend. Und natürlich entsteht da trotzdem, Kunden gehen insolvent, Kunden werden aufgekauft und. Oder Kunden lernen eben doch nicht, das Produkt so zu schätzen, wie wir es uns wünschen. Aber er ist wirklich sehr, sehr gut. Und ja, unser ERA, der wächst einfach in erster Linie mit Neukunden, weniger mit Bestandskunden. Und da gibt es natürlich trotzdem Upgrades und neue Module, die der Kunde buchen will. Aber das Ganze ist, wie soll ich sagen, in sich eben eine sehr stimmige Arithmetik, die wir da haben und die eben Ausdruck auch von unserem Geschäftsgebaren ist. Also wäre das eine weitere Empfehlung, auch im Bootstrapping genau auf diese KPIs zu schauen und nicht nur im Investoren-Case? Ja, beim Bootstrapping war mein erster Blick natürlich immer erstmal, wie viel Geld haben wir denn auf dem Konto, bevor die nächste Gehaltszahlung rausgeht. Ja. Das diszipliniert noch viel mehr als der ERA. Und der ERA, der nützt mir ja in meinem Verständnis. Einmal ist er natürlich, er zeigt mir das Potenzial, was wir über lange Zeit aufbauen und was am Ende auch den Unternehmenswert darstellt. Und das ist eigentlich das, warum es für mich als Unternehmer im Unternehmen interessant ist. Es ist durchaus auch ein Maßstab, an dem ich, wenn ich zum Beispiel eine klassische Fremdfinanzierung machen will, auch mit Banken drüber reden kann, ja, weil es am Ende ja ein garantierter Cashflow-Zufluss ist. Ja. Und das ist ja das Interessante dann an dem Modell ab einer gewissen Größenordnung, dass wir einfach immer von einem besseren Niveau starten, im Idealfall, und das ist bei uns der Fall, und damit sozusagen zwar kleine Schritte gehen, aber kontinuierlich auch, was die Profitabilität angeht, das so machen können. Allerdings, Daniel, wir haben eine kleine Änderung. Vor 2 Jahren haben wir uns nochmal ein Darlehen geholt, um über unseren eigenen erwirtschafteten Cashflow heraus Teams aufbauen zu können, um eben einen größeren Schritt gehen zu können, um auf ein Next Level zu kommen. Aber auch das eben ohne Investor, sondern mit klassischer Bankenfinanzierung. Ja, perfekt. Da wart ihr wahrscheinlich super günstig unterwegs vor 2 Jahren. Extrem gut. Vielen Dank für dieses Timing. Ich bin sonst nicht so gut im Timing, aber das war das perfekte Timing. Und ihr musstet kein Equity abgeben, was in der Regel ja teurer ist dann als der Bankkredit, insbesondere wenn ihr ein funktionierendes Geschäftsmodell habt. Genau das. Ja. Gut, ich schaue so ein bisschen auf die Uhr. Ich habe noch ein paar Fragen, weil das extrem spannend ist und ich eigentlich gar nicht vorhatte, heute so viel über diese KPIs zu sprechen. Aber was mich interessieren würde, versteht denn die Bank, wenn du da plötzlich sitzt und über ARA, NAA und so weiter sprichst? Also, wenn ich diese Kürzel verwende, sicher nicht. Und ich glaube auch, dass es für die Banken erstmal schwierig ist, dieses Geschäftsmodell zu verstehen. Aber zumindest die 2 Banken, mit denen wir zu tun haben, die haben da auch Expertise ein bisschen aufgebaut. Und das Entscheidende ist, glaube ich, schon, dass man da helfen muss, ein Stück weit eben dann Zahlen auch zu verstehen. Und natürlich haben wir unter Bank normalen Kriterien Schwierigkeiten. Wir haben riesige Softwareaufwendungen, Personalaufwendungen. Und wenn die Bank sagt, in der Bilanz, das streichen wir weg, weil das erstmal kein Asset ist, dann ist das natürlich schon eine Nummer, wo man sagt, dann haben sie gar nicht verstanden, was eigentlich hier dieses Unternehmen produziert. Also da gibt es schon Verständnisschwierigkeiten, aber irgendwie haben wir es eben doch geschafft, dass über die Jahre da ein Grundverständnis zumindest entstanden ist. Wobei ihr den Standortvorteil Berlin habt. Ne? Ich glaube, wenn ich jetzt nach in Münster in die Volksbank oder Sparkasse gehe, da hätte ich wahrscheinlich mit großen Augen angeguckt. Also ja, wir haben ein Berliner Bankunternehmen, aber du wirst gar nicht glauben, wir haben auch eine Sparkasse und die sitzt in Baden-Württemberg. Das ist auch so eine persönliche Geschichte gewesen, die uns da sozusagen das ermöglicht hat. Also das geht schon alles, aber am Ende ist es auch natürlich so ein persönliches Intro hilft da schon ein bisschen und dann muss man Vertrauen aufbauen und einfach zeigen, dass man kontinuierlich in der Lage ist, zum Beispiel auch Planung einzuhalten und eben da auch solide zu wirtschaften.
Ja, perfekt. So, jetzt verlassen wir mal den Part, weil ich habe noch eine ganz, ganz spannende Frage, die wahrscheinlich auch viele interessieren wird. Nämlich, ein paar Sachen hast du eben schon durchklingen lassen, aber wie baue ich eigentlich ein skalierbares Produkt? Ja, also ich versuche erstmal schnell zu fassen, was ist skalierbar? Das heißt, dass es für ganz viele Kunden funktioniert. So. Richtig. Ja, so meinst du es? Okay. Richtig, ja, weil ich sag mal, die Problematik ist ja, dass man irgendwie startet, man hat eine gute Idee, dann hat man vielleicht auch so einen ersten Initialkunden, mit dem man das entwickeln kann und denkt, ganz, ganz toll, dann gehe ich damit raus und stelle fest, eigentlich habe ich jetzt hier was für einen individuellen Case eines Kunden gebaut, genau, und alle anderen haben andere Anforderungen und ich bin nur noch am Rumschrauben und ein Feature nach dem anderen zu bauen, was aber dich defokussiert, und das sagtest du ja eben auch bei der Neuentwicklung so ein bisschen, das mag vielleicht auch eines der Probleme gewesen sein. Also da würde mich einfach interessieren, wie habt ihr es geschafft, ein wirklich Software-as-a-Service-Produkt zu bauen, was für alle Unternehmen Mehrwert schafft und skalierbar ist? Also, gar nicht einfach zu beantworten. Erster Punkt ist, natürlich mussten wir widerstehen, Anpassungen für einzelne Kunden durchzuführen. Ne? Also es ist einfach eine riesige Versuchung, gerade wenn man dringend Geld braucht, irgendwie jedem Kunden irgendetwas zu ermöglichen. Und das war aber von vornherein unser Gedanke, wenn wir etwas aus Kundensicht verändern müssen, dann muss es für alle Kunden ein Mehrwert oder für möglichst viele Kunden ein Mehrwert sein. Und es muss eben tatsächlich es darf keine eigene Version geben, sondern Software as a Service heißt, jeder Kunde arbeitet genau mit der gleichen Version. Das heißt, wenn, dann muss es konfigurierbar sein. Und wir haben trotzdem, obwohl wir das alles wussten, das auch zwar einmal sauber hinbekommen, weil es tatsächlich nur eine Version Orgevision gibt. Und trotzdem sind da viele Wünsche von Kunden untergekommen, die wir nicht gut bewertet haben und dachten, das, was dieser Kunde will, das braucht doch jeder, um dann doch festzustellen, das braucht nur eine Minderheit. Und ich glaube, eine der wichtigsten Dinge ist einfach, den Markt zu kennen und nicht mit einem Kunden ein Produkt zu bauen, sondern selber eine Meinung zum Markt, zu den Anforderungen zu haben und das mit mehr als einem Kunden zu validieren. Und das ist schwierig, wenn man sehr service- und sehr kundenorientiert ist, den Kunden einfach auch in der Lage zu sein, immer wieder ein deutliches, wertschätzendes Nein zu geben. Also ich glaube, das ist Dreh- und Angelpunkt. Und ja, deswegen war es zum Beispiel für uns wichtig, wir haben dann einen Expertenbeirat geschaffen. Das heißt, wir haben Kunden einfach gewonnen, die bereit waren, ab und zu, ich sag mal so, einen Resonanzraum zu schaffen, um unsere Ideen, wie man was machen könnte, zu diskutieren. Und das Spannendste war einfach, ihnen bei der Diskussion untereinander unseren Kunden zuzuhören. Wie der eine sagte, das brauche ich unbedingt. Und der nächste sagte, verstehe ich gar nicht. Das kann man doch ganz anders lösen. Und teilnehmen an diesem Austausch unserer Kundenexperten, das war zum Beispiel für uns auch immer wieder heilsam. Und auch für unsere Kunden, weil sie dann auch gedacht haben, oh, ich dachte, das brauche ich unbedingt. Und jetzt sagt mir jemand anders, das muss ich gar nicht haben. Das kann ich anders lösen. Also das ist vielleicht noch so ein kleiner Hinweis. Das hat bei uns ganz gut geklappt. Super, also finde ich ganz wertvolle Hinweise. Und dass das kein einfaches Thema ist, was man jetzt so, ich sag mal, in 3 Minuten komplett beantworten kann, aber ich würde mal zusammenfassen, einfach die Disziplin bei der Produktentwicklung und nicht nur an einem Kunden entwickeln, sondern viele Kunden zu Wort kommen lassen und dann gucken, was ist wirklich davon ein Kundennutzen für alle Kunden und nicht nur für einen spezifischen Kunden, und dann ganz diese Disziplin, dieses ganz konsequente Nein sagen, können wir nicht machen, vielleicht gibt es einen besseren Weg. Richtig. Gut, wann wäre für dich denn so bei allem Bootstrapping der richtige Zeitpunkt, einen Investor an Bord zu holen? Also ihr habt ja jetzt schon eine ganz gehörige Größe, ihr seid bankfinanziert zu guten Konditionen. Wann wäre für dich denn so der Moment, wo du sagen würdest, ich rede jetzt nicht über einen Exit. Ja, ne? Also wenn jetzt jemand mit einem dicken Geldkoffer kommt, ist klar, dann macht er den auf, dann wirst du vielleicht auch ab einer bestimmten Summe sagen, ja, da kann ich jetzt nicht Nein sagen, das wird meine Frau mir auch nicht erlauben. Sondern wann würdest du denken, nee, jetzt nehme ich einen Investor mit an Bord, der vielleicht mit mir die dritte und vierte Stufe zündet? Genau, also ich glaube, ein wesentlicher Punkt ist einfach, können wir langfristig aus eigener Kraft unseren Kunden die Perspektive bieten, die sie brauchen. Und das hat vor allem was natürlich mit der Technologie zu tun, die sich permanent weiterentwickelt. Das heißt, wir müssen unbedingt wachsen, nicht bloß, weil es so toll ist, sondern um zum Beispiel eben auch überhaupt unser Produkt weiterhin so up-to-date zu halten. Und das ist ein harter Kampf. Und da sind wir als jemand, der schon so lange am Markt ist, auch immer erstmal einem Startup zum Beispiel in meinem Verständnis technologisch gesehen erstmal unterlegen, weil sie keine Altlasten haben. Und wenn ich das Gefühl habe, wir schaffen aus eigener Kraft nicht das Momentum aufzubauen, was es braucht, um langfristig der Partner auch zu bleiben, der wir jetzt für die Kunden sind, dann wäre das schon so ein Punkt. Wenn ich glaube, dass es mit Geld zu lösen ist, wenn wir einfach hier ein weiteres und noch ein Entwicklungsteam beispielsweise hätten, dann wäre das natürlich ein Thema, weil es einfach eine interessante Finanzierungsmöglichkeit ist. Und gleichzeitig darf es aber niemals nur um Geld gehen. Und deswegen wäre für mich der andere Blick zu sagen, was kann ich darüber lernen oder welche Impulse bekommen wir als Organisation oder ich auch in meiner Rolle als CEO?
Wäre es nicht auch wichtig, sich dem mal auszusetzen? Wobei, das bricht sich vielleicht dann so ein bisschen mit meinem Unternehmer-Selbstverständnis und meinem Mindset. Ich habe Schwierigkeiten, vielleicht mich da immer so einzufinden, wenn mir jemand sagt, was ich zu tun habe. Aber vielleicht kommen wir da auf einen ganz anderen Level. Und deswegen denke ich mir, ein weiterer Aspekt wäre vielleicht für mich noch, wenn sich der Wettbewerb sehr stark ändert, wenn sich der Markt zum Beispiel konsolidieren würde. Das wäre etwas, was ich sehr genau betrachten würde. Oder wenn ich sehe, dass die Kundenerwartungen über das hinausgehen, was wir selber jetzt eben im Blick haben und wir da an der Stelle einfach ein größeres Rad drehen müssen, um einfach auch relevant zu bleiben. Und deswegen, wenn ich das kombinieren kann mit externem Know-how, mit Expertise für einen nächsten Level, ich muss ja auch dazu sagen, ich kann jetzt dieses Unternehmen führen oder ich habe es so weit geführt, aber ich bin mir auch gar nicht sicher, kann ich denn ein Unternehmen führen, was so viel mehr Kunden hat, so viel mehr Mitarbeiter hat. Und da kann es einfach auch gut sein, jemanden zu haben, der nicht nur Geld mitbringt, sondern einem da einfach auch hilft, die Weichen richtig zu stellen. Mhm. Also der strategische Investor wäre für dich definitiv was es wert ist, hinzugucken und eine Marktchance durch Konsolidierung des Marktes, wo man sagt, okay, vielleicht bin ich jetzt hier der Ausgangspunkt für eine Buy-and-Build-Strategie. Mhm. Das sind Dinge, die dich interessieren würden. Absolut. Und ich würde natürlich mich immer fragen, das, was bei uns im Kleinen funktioniert, wobei klein, so klein ist es nicht, aber trotz allem, wird das auch funktionieren, wenn wir es größer machen. Also da muss man auch einfach nochmal genauer dann hinschauen. Aber wären auf jeden Fall Aspekte, die mich immer ins Nachdenken bringen. Und wo ich auch sage, ja, das bin ich den Kunden, den Mitarbeitenden und auch dem Unternehmen auch ein bisschen schuldig, das immer wieder zu prüfen und einfach nicht kategorisch abzulehnen. Ich glaube, das ist das Allerschlechteste, was wir tun können. Gut. Also, wer das jetzt hört und sich da berufen fühlt, sich das Geschäftsmodell der OrgaVision als interessante Option vorstellen kann, der darf sich gerne bei dir melden. Sehr, sehr gerne. Ja, auf jeden Fall. Also, ich finde ganz viele positive und gute Impulse, die du heute zum Thema Bootstrapping geliefert hast. Wenn wir das jetzt mal zusammenfassen in meiner Abschlussfrage nach den drei Tipps, die du SaaS-Unternehmerinnen oder Unternehmer geben würdest, die jetzt bootstrappen wollen oder müssen, welche wären das? Okay, und das auch nur drei. Ich würde sagen, das Wichtigste ist, man muss die Bereitschaft haben, es als sehr langfristiges Geschäft zu sehen und damit Kundenzufriedenheit und das Produkt, das muss einem wirklich persönlich am Herzen liegen. Und das Zweite ist, ich würde sagen, es klappt nur so gut, wie man auch Mitarbeiter findet, die tragende Säule werden und die bereit sind, eben diesen auch teilweise sehr mühsamen Weg zu gehen und da Begeisterung und Vertrauen mitbringen. Und natürlich, Wachstum braucht einfach positiven Cashflow und das ist das Allerwichtigste, einfach da mit sehr viel Disziplin und sehr viel Effizienz bereit zu sein, Schrittchen für Schrittchen zu gehen und aus dem heraus einen guten Weg zu beschreiten. Ja, vielen Dank. Wobei, zu diesem positiven Cashflow, ne, da möchte ich nochmal drauf eingehen, weil ich habe auch mal das ein oder andere Scale-up als Kunden. Und manchmal schlage ich die Hände über den Kopf zusammen, wenn ich sehe, was dort an Beraterausgaben aus dem Fenster geworfen wird, wo ich denke, das macht ihr doch jetzt nur, weil keiner eine Verantwortung hat für die Mittel, die da reingekommen sind. Und die Investoren natürlich sagen, wenn ich jetzt nicht nachschieße, dann ist irgendwann meine komplette Investition dahin. Und deswegen finde ich ja diesen Bootstrapping-Ansatz, also vielleicht beides vielleicht auch zu kombinieren, zu sagen, ja, ich kann Investorengelder nehmen und ich kann skalieren, aber ich habe trotzdem noch einen Blick darauf, was ich da tue. Und das ist nicht so hoch die Tassen und ich wedel mit den 100-Euro-Scheinen. Positiver Cashflow ist grundsätzlich immer erstmal eine sehr gute Idee. Definitiv und das diszipliniert einfach. Das, wenn man nur das Geld ausgibt, was man selber verdient hat, das sorgt für eine ganz besondere Haltung. Und da sind wir uns einig und dann kommen wir auch zum Ende dieser Folge, nämlich dem wohlbekannten Outro, wo du nochmal alles sagen darfst, was wir jetzt vielleicht nicht gesagt haben oder was dir noch auf dem Herzen liegt. Und natürlich auch, wo und wie erreicht man dich? Wie gesagt, immer alles verlinkt von mir in den Shownotes, damit alle, die jetzt im Auto sitzen oder den Staubsauger in der Hand haben, da jetzt nicht mitschreiben müssen. Ja, also am besten in die Shownotes schauen und da wirst du hoffentlich mein LinkedIn-Profil irgendwie verlinken und ich freue mich, wenn die Leute auch gerne sich direkt bei mir melden mit Fragen, mit Austausch. Ich lebe vom Austausch. Es gibt übrigens einen Podcast auch von OrgaVision, unser DevOps-Team, unser CTO Sven mit seinem Team gestaltet den für Tech-Interessierte. Wir sind nämlich auch bester IT-Arbeitgeber in Berlin ausgezeichnet worden. Also lohnt sich für alle, die Tech-begeistert sind, da vielleicht reinzuhören. Da kann man nämlich auch verfolgen, wie wir jetzt hier ein zweites Produkt daneben stellen oder eine Ergänzung zu unserem jetzigen Produkt und was auf der grünen Wiese in ein Produktunternehmen entsteht. Super spannend, aber nur für Entwickler. Ja, und was kann ich jetzt hier so zum Schluss sagen? Ich glaube, dass das, was mir gerade hier so durch den Kopf geht, ist vielen Dank an
an alle Mitarbeitende und an alle Kunden, die diese Geschichte, diesen Erfolg bis hierher ermöglicht haben. Ohne diese Begeisterung und Hingabe, die da jeder Einzelne gezeigt hat, wäre das gar nicht möglich gewesen. Und das ist das, wovon ich eigentlich am meisten lebe und zehre, Teil von so einer Energie zu sein, wo Menschen zusammenkommen, eine tolle Idee haben und aus der Idee heraus etwas Neues entstehen lassen. Das finde ich nach wie vor spannend und das ist ein Stück weit auch die Geschichte von Audition. Es ist nämlich auch meine persönliche Geschichte. Super, vielen Dank. Da kann ich nur zustimmen und finde es ganz toll, heute für den offenen Austausch, Johannes. Das hat mich sehr gefreut und ich sage, ja, vielleicht gucken wir irgendwann nochmal rein, wenn dann doch der Investor kommt und dann gucken wir mal, was die Learnings daraus waren. Aber für heute vielen, vielen Dank. Johannes. Daniel, tschüss. Danke für die Einladung. Auf bald.